Wenn ihr wissen wollt, wie man diese richtig coole Cyberpunk-Animation mit JavaScript und dem Canvas-Tag baut, dann bleibt dran. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Cyberpunk, beziehungsweise eigentlich nicht, sondern es geht um JavaScript. Das heißt, wir nehmen uns einfach dieses Cyberpunk-Theme und erstellen mit JavaScript und dem sogenannten Canvas-Tag einen richtig coolen Hintergrund. Das Ganze ist ziemlich einfach für jeden von euch, der schon fortgeschritten mit JavaScript ist. Das heißt, was nutzen wir in diesem Video? JavaScript, CSS, beziehungsweise SAS und HTML. Diese drei Sprachen beziehungsweise Techniken nutzen wir. Allerdings, wie gesagt, richtet sich das Video nicht an Anfänger, sondern wie ihr seht auf dem Titelbild an den Punkten, ist das schon ein bisschen an die fortgeschrittenen Nutzer unter euch gerichtet. Allerdings ist es auch nicht wirklich schwer. Was heißt, wir generieren nur jede Menge Vierecke, die wir irgendwo auf diesem Canvas-Tag positionieren und animieren. Das ist im Prinzip alles, was wir heute machen werden. Wenn ihr dennoch Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr natürlich wie immer den Link zu Discord. Joint der Community, sagt Hallo, stellt eure Fragen, helft anderen oder schaut einfach so mal vorbei. Ansonsten, ja, verlieren wir nicht weiter Zeit und legen direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Ihr seht hier schon einige Sachen vorbereitet. Was heißt, einmal meine Standardentwicklungsumgebung. Wen das interessiert, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten seht ihr hier auch schon den komplett funktionierenden Effekt mit dieser Schrift. Das Ganze werde ich in diesem Video nämlich nicht mehr erklären. Das ist nämlich einfach nur unser 0815 Glitch-Effekt, den wir schon vor einigen Monaten oder Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon eine ganze Weile her, gebaut haben und der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Was heißt, dort habe ich prinzipiell einfach nur den Text geändert. Was heißt, da steht jetzt Cyberpunk drin und ich habe in der Main-SAS-Datei die Schrift verlinkt, dass das Ganze auch so aussieht wie so ein Cyberpunk-Logo. Und ich habe hier natürlich die Farben angepasst. Was heißt, ich habe hier ein Pink, ein Yellow und ein Blue, statt halt unserem Weiß-Blau-Effekt, den wir damals gebaut haben. Das heißt, ihr müsst einfach nur die Farben anpassen, so wie es euch am besten gefällt. Und natürlich die Schrift und hier eine Font raussuchen, wo das Ganze passt. Dann könnt ihr das Ganze ziemlich einfach mit dem Glitch-Effekt nachbauen. Wen das interessiert und eine Videobeschreibung, wie gesagt, verlinkt. Das andere, was ich schon vorbereitet habe, ist, wir haben hier in unserer Index.html einen zweiten Div-Container bzw. eine zweite Div-Box mit einer ID, nämlich Cyberpunk-Animation und einer Klasse, nämlich Canvas-Animation. Und die Klasse Canvas-Animation greifen wir in unserer Main-SAS auf, und zwar hier oben. Hier habe ich schon ein paar Attribute hinzugefügt, und zwar haben wir hier einfach nur gesagt, okay, das Ganze ist Position Absolute, hat Index 1, hat eine Höhe und Weite von 100%, also 100 View Width und 100 View Height, und Overflow ist hidden, damit das nicht scrollen kann. Und das ist im Prinzip unser Hintergrund. Ansonsten habe ich hier nicht sonderlich viel gemacht, außer dass unser Komplett-Hintergrund in unserer Seite yellow ist, was heißt einfach die Hintergrundfarbe hier. Und das ist alles, was ich vorbereitet habe. Der ganze Rest wird jetzt hauptsächlich JavaScript und damit werden wir jetzt anfangen. Prinzipiell, wenn ihr wie immer eine Live-Demo haben wollt, die ist unten in der Videobeschreibung auf CodePen verlinkt. Schaut mal vorbei und hinterlasst einfach eine Meinung. Ansonsten, ja, legen wir jetzt mal direkt los mit ein bisschen JavaScript. Brauchen wir als erstes für unsere gesamte Geschichte hier ein paar komplette Variablen, die einfach alles definieren. Und zwar als erstes brauchen wir eine Liste von Farben. Ich nutze in diesem Video zwar für den Hintergrund, wie ihr vorhin gesehen habt, einfach nur schwarz. Allerdings finde ich es immer ganz praktisch, wenn man eine Auswahl von Farben hat. Deswegen habe ich unsere vier Farben genommen, nämlich einmal hier ein Gelbton, das hier ist der Blauton, das ist der Pinkton und das hier ist der Schwarzton, also beziehungsweise einfach komplett schwarz. Und das sind einfach die vier Farben als RGBA, damit wir die später in unserem Canvas wunderbar nutzen können. Das nächste, was wir machen, ist, wir brauchen eine weitere Variable, nämlich CanvasBox. Und CanvasBox ist nicht sonderlich viel. Wir nutzen hierfür einfach unser Document Query Selector und greifen hier unsere ID auf, nämlich unsere ID Cyberpunk Animation, die wir hier unsere Indexbox übergeben haben. Die greifen wir hier aus, um dann einfach hiermit das nutzen zu können. Das nächste, was wir machen, ist, wir brauchen eine neue Variable, diese nennen wir Animation. Und diese Animation ist eine neue Klasse. In unserem Fall sagen wir New Cyberpunk Animation. Und an diese müssen wir einige Variablen übergeben später. Da kommen wir aber gleich noch zu. Das nächste, was wir machen, ist, wie auch bei unserem Matrix-Video, wollen wir das Ganze initialisieren. Das heißt, wir starten hier mit init unsere Animation. Und das nächste, was wir machen, ist, wir sagen, wie auch in unserem Matrix-Animationsvideo, eine kleine Funktion. Und zwar sagen wir window add event listener resize. Das heißt, in dem Moment, wenn wir dieses Fenster hier ein bisschen größer oder kleiner machen, in dem Moment wollen wir gerne
diese Animation nochmal neu rendern, und zwar mit Create Canvas, und übergeben hier nochmal unsere Canvas Box, die wir hier oben ja definiert haben, sodass wir komplett einfach die Größe und die Ausrichtung und die Elemente unseres Canvas beim Resize, das heißt zum Beispiel, wenn ihr das Handy dreht oder so, nochmal neu generieren, damit es wieder passt. Prinzipiell, habe ich ja gesagt, müssen wir hier noch ein paar Variablen hinzufügen, und unsere Animation braucht ein paar Attribute. Und zwar als erstes brauchen wir hier schlicht und ergreifend unsere Canvas Box. Außerdem sagen wir 16 Millisekunden für die Zeit, die wir brauchen. 60 Millisekunden ist einfach 1000 Millisekunden ist eine Sekunde. Wir wollen 60 FPS, was heißt 1000 durch 60 sind 16. Und das Ganze schreiben wir hier rein. Außerdem wollen wir hier noch unsere Colors übergeben. Und jetzt brauchen wir natürlich erstmal unsere Klasse. Was heißt, wir haben jetzt hier oben zwar unsere Punkte definiert, aber wir haben noch keine Klasse. Dafür scrollen wir jetzt hier ein bisschen runter und sagen hier unten, okay, wir haben jetzt Class Cyberpunk Animation. Und da wir jetzt eine Klasse haben, brauchen wir auch einen Konstruktor. Dieser Konstruktor übernimmt das Erstellen unserer Klasse und nimmt unser Element, unser Speed und unsere Colors entgegen. Das sind die drei Attribute, die wir hier oben übergeben haben. Die geben wir jetzt einfach hier weiter an unsere Klasse. Und das Erste, was wir hier machen, ist, das Ganze hier drin auch zu definieren. Das heißt, this element gleich element. Außerdem sagen wir this speed gleich speed und this colors gleich colors. Was heißt, wir wollen diese Variablen später in unserer Klasse mit dieser Variable nutzen können. Deswegen übergeben wir hier Colors, Speed und Element. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen unsere Höhe und Weite unserer Klasse bzw. unseres Canvas berechnen. Dafür haben wir einmal this width und this height. So. Und das Ganze machen wir ziemlich einfach. Und zwar sagen wir hier einfach Element Offset Width und Element Offset Height. Das Ganze können wir einfach aus unserem Element beziehen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Höhe und Weite unserer Diffbox, die ja 100% übernimmt. Das nächste, was wir brauchen, ist einen leeren Array mit einem, den Namen Shapes. Da kommen später unsere einzelnen kleinen Vierecke rein, die später unseren Hintergrund generieren. Außerdem definieren wir uns eine feste Zahl an der Anzahl von Shapes. In unserem Fall sagen wir, es sind 500. Und wir generieren uns eine globale Variable für die Klasse mit CTX, was heißt, da wird später unser 2D-Raum sein, in dem wir alles generieren, und der ist aktuell halt noch undefined, was heißt, den gibt es noch nicht. Außerdem werden wir später an diversen Stellen in unserer Klasse eine Random-Funktion brauchen. Dafür generieren wir uns jetzt hier unten einfach eine 0815-Random-Funktion, was heißt, wir sagen einfach random min-max returnen mars floor und dann max min, sodass wir einen Random-Wert bekommen, einen glatten Random-Wert zwischen min und max. Das Ganze ist eine Standardfunktion, die wir schon hunderttausende Male in diesen Videos verwendet haben. Deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein und habe das auch einfach eingefügt. So, das nächste, was wir brauchen, ist erstmal unsere Init-Funktion. Was heißt, wir sagen, wir wollen eine neue Funktion mit dem Namen Init. Und diese Funktion soll einmal this create canvas erstellen. Was heißt, einfach unser Canvas soll generiert werden. Und auch unsere Animation soll generiert werden. Dafür setzen wir uns einfach ein 0815-Intervall. Dieser Intervall soll später etwas machen. In unserem Fall sagen wir, mit the speed wollen wir den starten. Und hier soll später unsere Animation starten. Und das ist this draw animation. Das heißt, wir starten hier einfach eine Funktion. Und diese Funktion brauchen wir jetzt ebenfalls. Das heißt, wir haben hier this draw animation als Funktion. Ups, warum macht es das nicht? So. Und wir haben hier eine weitere Funktion, und zwar create canvas. Create Canvas ist auch eine Funktion, die einfach unseren Canvas generiert, und diese erwartet eine Variable, nämlich Element. Weil wir haben ja hier oben definiert, dass beim Resize wollen wir vorne unsere Animation die Create Canvas Funktion starten und übergeben hier unseren Canvas bzw. unsere globale Diffbox, in dem unser Canvas generiert werden soll. Und deswegen müssen wir jetzt als erstes, wenn wir unseren Canvas generieren, hier sorgen, dass unser Element, also unser Ursprungselement, erstmal geklärt wird mit InnerHTML leer. Und das nächste, was wir sagen, ist, okay, wir definieren hier unsere Weite sowie unsere Höhe unseres Elementes, also unseres gesamten Canvas. Und, das wollen wir nicht. Und zwar machen wir das abhängig davon, ob wir ein Element bekommen haben. Wenn wir ein Element haben, dann nehmen wir vom Element.offsetWidth. Und wenn wir das nicht haben, nehmen wir einfach das Width, was wir schon definiert haben, was unsere Funktion schon kennt. Und jetzt können wir dasselbe einfach nur nochmal für die Höhe machen. Das heißt, das ist exakt identisch, nur halt mit Höhe und Offset Height. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren uns hier drin einen neuen Canvas. Dieser Canvas ist einfach ein Document Create Canvas Objekt.
Was heißt, wir generieren uns hier jetzt wirklich unseren Canvas und definieren uns hier ein paar zusätzliche Attribute, einmal eine ID und wir setzen die Weite mit setAttributeWidth und der Weite, die wir hier definiert haben und die gegebenenfalls beim Resize hier überschrieben wird und machen dasselbe noch einmal für die Höhe. Dasselbe ist auch wie beim Matrix-Video, was heißt, das ähnelt sich komplett. Außerdem müssen wir unseren Raum definieren, mit was wir in unserem Canvas arbeiten, in unserem Fall 2D. Und das nächste, was wir machen, ist, wir applyen einfach nur unser Canvas-Objekt unserem Element. Was heißt, wenn wir das jetzt abspeichern und ich hier mal das Ganze untersuche und vielleicht nicht hier drin habe, sondern das Ganze ausglieder, dann sehen wir jetzt hier drin, dass noch nichts passiert ist. Warum ist noch nichts passiert? Wir müssen das hier natürlich verschieben. Das muss hier unten stehen. So. Und jetzt haben wir hier drin unser Element und jetzt haben wir hier drin auch unseren Canvas. Ich zoome mal ein bisschen ran, dass ihr auch was sehen könnt. So, wir sehen jetzt hier, unser Canvas wurde generiert mit der Höhe und Weite, die wir aktuell zur Verfügung haben. Und wenn ich jetzt hier mal reinklicke und das Ganze größer ziehe, dann seht ihr auch hier, dass unser Canvas resized wird. Was heißt, wir unterstützen damit auch Responsive komplett. Das Ganze funktioniert also schon ziemlich gut. Das, was uns jetzt noch fehlt, ist hier unsere Draw Animation Funktion. Und wir haben hier Shapes. Was heißt, wir haben eine ganze Menge Shapes und wir können theoretisch auch unendlich verschiedene darstellen. Deswegen brauchen wir eine zweite Klasse. Und unsere zweite Klasse nennen wir einfach Cyberpunk Shape. Und ups, da mache ich erstmal nicht sonderlich viel mit, außer dass wir hier einen Konstruktor drin haben und dieser Konstruktor einige Variablen entgegennimmt. Und zwar einmal erwartet dieser Konstruktor von uns einen CTX, also den 3D-Raum bzw. 2D-Raum bei uns, die Höhe und Weite unseres Raumes und die Farben. Das Ganze wird erwartet, aber mehr machen wir hier noch nicht erstmal. Und das nächste, was wir machen, ist, wir generieren uns jetzt erstmal eine Handvoll Shapes. Und zwar machen wir das hier unten, bzw. hier, wenn wir unseren Raum definieren und sagen einfach mit einer For Loop, was heißt, wir gehen hier let i gleich 0, solange i kleiner und dann Shape Count ist, das ist halt die Zahl, die wir hier oben definiert haben. Solange gehen wir durch diese Loop durch und solange wächst i an und wir erstellen hier jedes Mal einfach this Shape Push. Was heißt, wir pushen etwas in unseren this Shape Array und was wir da reinpushen, ist einfach nur eine Cyberpunk Shape. Das heißt, wir stellen uns da jeweils neue Klassen für jedes Objekt und sagen hier this CTX. Was heißt, wir wollen da gerne unseren 2D-Raum übergeben. Das andere, was wir machen, ist, wir übergeben unsere Weite, wir übergeben unsere Höhe und wir übergeben unsere Farben. Was heißt, unsere Elemente wollen vielleicht später auch andere Farben haben oder wir wollen das per Random machen. Das geht natürlich auch. Mache ich jetzt nicht, weil es nicht so schön aussieht, aber könnte man theoretisch damit machen. Und so übergeben wir das alles. Das Ganze speichern wir jetzt einfach mal ab. Und in dem Moment ist unser this Shape Array jetzt 500 Elemente lang. Und das ganze Handling unserer Shapes, was heißt, wie das Ganze hier drin animiert wird und so etwas, wird hier drin gesteuert. Was heißt, in unserer Shape-Class und nicht in unserer Animation. Weil wenn wir zum Beispiel noch andere Elemente animieren würden, dann würde diese Klasse irgendwann sehr lang sein. Und die soll sich eigentlich nur darum kümmern, unsere Animation zu starten und auszuführen. Und zu ausführen soll die jedes Mal, wenn hier diese Draw-Animation-Funktion ausgeführt wird. Und als erstes sagen wir deswegen hier unser Raum, unser CTX, soll animiert werden. In unserem Fall sagen wir, der soll erstmal gecleared werden. Bei jedem neuen Frame, und zwar sagen wir Clear Rectangle, und zwar von ganz oben bis ganz unten. Das heißt, wir sagen 0, 0 und maximale Weite, maximale Höhe. Und das nächste, was wir machen, ist, wir gehen hier durch unsere gesamten Shapes. Das heißt, this Shapes, for each Shape, gehen wir hier einmal durch und starten jedes Mal von unserer Klasse eine Funktion, die wir später noch generieren müssen. Und zwar sagen wir this. Ne, stimmt gar nicht. Einfach nur shape.animate. So. Und diese Funktion sollten wir jetzt erstmal generieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben in unsere Klasse und sagen animate. Und sagen hier erstmal console.log.this. Speichern das Ganze ab. Ich gehe hier nochmal in unseren Editor rein und sehen jetzt hier, er generiert jede Menge leere Klassen aktuell, weil wir hier noch nichts machen, aber es funktioniert schon mal. Es wird aufgerufen. Also was brauchen wir jetzt? Wir müssen hier oben erstmal unsere Cyberpunk-Class korrekt definieren. Was heißt, wir gehen hier rein
und sagen als erstes, okay, wir haben hier unseren CTX. Was heißt, den wollen wir in unserer Klasse überall nutzen können. Deswegen übergeben wir den und schreiben den erstmal da rein. Das nächste, was wir machen, ist, wir brauchen, oder jedes Element, was wir generieren, hat eine X- und eine Y-Position. Das heißt, wir haben zwei Werte, die werden standardmäßig einfach mal bei 0 generiert. Außerdem haben wir Farben, die wollen wir auch einfach übergeben. Und wir haben eine sogenannte Border. Das heißt, ich möchte später, dass unsere Elemente in unserem Hintergrund auf der ganzen Seite generiert werden. Allerdings möchte ich nicht, dass die bis zum Rand gehen. Das heißt, ich möchte hier so eine Border von in dem Fall jetzt 50 Pixeln vom Rand, wo keine Elemente generiert werden sollen, einmal umzu, sodass wir so einen kleinen Rahmen quasi generieren. Und deswegen brauchen wir hier diese Border. Wenn die größer oder kleiner werden soll, kann man die hier beeinflussen. Die könnten wir theoretisch auch hier über unsere Shape geben. Allerdings würde ich das oder mache ich das jetzt hier einfach drin. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir brauchen eine Min- oder eine Maximalhöhe. Beziehungsweise wir brauchen eine Maximalhöhe und eine Maximalweite. Sys.maxWidth. Das brauchen wir, weil unsere Border quasi in Rücksicht genommen werden muss, wenn wir unsere mögliche Position jedes einzelnen Rechtecks definieren wollen. Und dafür nehmen wir jetzt die Weite. Das heißt, wir sagen MaxWidth ist unsere Weite minus unsere Border. Und hier haben wir unsere Höhe minus unsere Border. So haben wir quasi die maximale Weite, was hier nicht 100% ist, sondern unsere maximale Weite minus die Border. Das nächste ist, wir haben die Weite und die Höhe jedes Elementes. Das heißt, jede einzelne Shape hat natürlich eine Weite und jede einzelne Shape hat auch eine Höhe. Und diese müssen wir ebenfalls definieren. Und dazu brauchen wir auch eine Random-Funktion. Die kopiere ich mir auch mal eben hier rein. Zack, da ist sie schon. Das ist auch wieder eine 0815 Random-Funktion. Und diese Random-Funktion definiert sich daraus, dass wir sagen, this.random. Und unser maximaler Startpunkt, also der kleinstmögliche Wert, ist natürlich unsere Border. Und der größtmögliche Wert für eine Shape ist in unserem Fall die maximale Weite. So, und das Ganze kopieren wir uns jetzt 1 zu 1 hier runter und machen statt der maximalen Weite die maximale Höhe. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, passiert hier erstmal noch nichts, weil wir noch nichts definiert haben, sondern das nächste, was wir brauchen, ist eine Möglichkeit, unsere Formen zu zeichnen. Und das ist ja ziemlich einfach. Und zwar sagen wir hier unten erstmal einfach nur eine neue Funktion, nämlich drawRectangle. Und die macht nichts anderes, außer erstmal unseren CTX, also unseren 2D-Raum zu nehmen und zu starten, ein Paar zu zeichnen. Das nächste ist, wir sagen, okay, wir haben hier eine FillColor. In unserem Fall sagen wir thisColor. Hier übergebe ich, glaube ich, alle gerade. Das ist noch ein Fehler. Was heißt, wenn ich hier unsere übergebe, übergebe ich hier thisColors. Und hier wollen wir jetzt nicht alle übergeben, sondern wir übergeben jetzt nur den letzten Wert. Was heißt, unseren dritten Array-Wert, das ist hier unser Schwarz. Den wollen wir übergeben, das soll die Farbe unserer Shape sein. Das übergeben wir jetzt hier oben und unser Rechteck bekommt diese Farbe zugewiesen. Das nächste ist, wir zeichnen ein 0815 Rechteck. Das Ganze ist ziemlich einfach. Wir sagen sys ctx rectangle und hier brauchen wir als erstes unseren x-Wert, was heißt x-Position, dann unseren y-Wert, y-Position, außerdem sys width und sys height. Was heißt, damit haben wir unsere Shape kreiert. Und das nächste, was wir machen, ist, wie soll unsere Shape gezeichnet werden? In unserem Fall einfach mit Fill. Was heißt, wir füllen den Style einfach mit unserer Farbe aus, speichern das Ganze ab und ich sage jetzt hier, bei jeder Animation soll nicht das gelockt werden, sondern wir sagen einfach this draw rectangle. Das heißt, bei jeder Animation soll das Ganze gezeichnet werden. Und ihr seht jetzt schon, hier ist was passiert. Was heißt, wir haben jede Menge Elemente. Allerdings sind diese Elemente so groß, teilweise generiert, dass die hier einfach nicht richtig reinpassen. Was heißt, die Position hier funktioniert nicht und wir müssen das ändern. Wir müssen also hier eine neue Position uns aussuchen, sodass das Ganze hier wunderbar funktioniert. Auch sollten wir das vielleicht nicht per random generieren, wenn ich so drüber nachdenke, ist das eigentlich nicht so clever, sondern wir sollten sagen, this oder per random ist richtig, aber wir sollten hier sagen, okay, wir sagen 0 und die maximale Weite durch, keine Ahnung, 5. Was heißt, dass sie nicht so riesig groß werden können. Das kopieren wir uns jetzt einmal, machen das hier unten hin und sagen hier die maximale Höhe durch 5. Speichern das Ganze mal ab. Jetzt ist das Ganze schon deutlich kleiner. Was heißt, wir brauchen viele kleine Formen, damit wir diese kleinen Fragmente überall generieren können.
Und deswegen habe ich jetzt einfach mal den Faktor 5 genommen. Das könnt ihr natürlich anpassen. Ihr könnt auch viel mehr Elemente generieren oder halt weniger. Was jetzt das Wichtige ist, ihr seht, wir liegen noch direkt hier oben dran, weil wir unsere X- und Y-Position für jedes Element auf den Nullpunkt setzen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir wollen hier in dem Moment, wenn unsere Form kreiert wird, eine neue Funktion starten, nämlich Calc Pos X. Das heißt, wir wollen unsere X-Position berechnen. Und dasselbe auch für unsere Y-Position. Und diese beiden müssen wir jetzt natürlich auch noch erstellen. Das heißt, wir sagen hier unsere neue Funktion. Das ist einfach eine kleine Matheaufgabe. Und zwar sagen wir als erstes, okay, unsere neue Funktion, die wir generieren wollen, ist sys.random. Und hier sagen wir sys.border als Startwert. Das heißt, wir wollen ja vom linken bzw. vom oberen Rand unsere Border entfernt sein. Und wir wollen sys.max width nach oben bzw. hier rüben wollen wir auch nicht bis zum Rand, sondern nur bis, ja, zu unserem max-width quasi. Und das Interessante ist, wenn wir das jetzt speichern, würde es erstmal nicht funktionieren, weil wir eine zweite Form brauchen. Wir brauchen dann noch diese Klasse hier, und zwar für y, und sagen hier max-height, speichern das Ganze jetzt ab. Und in dem Moment sehen wir hier schon ein wunderbares Pattern, was auch schon diese kleinen Fragmente überall drin hat, die ich halt unbedingt generieren wollte. Und jedes Mal, wenn ich jetzt neu lade, seht ihr, das Ganze funktioniert und wir kriegen so einen kleinen, richtig coolen Rahmen generiert. Das, was jetzt noch nicht funktioniert ist, es geht halt immer noch hier bis zum Rand. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen jetzt dafür sorgen, dass unsere Funktion so lange eine Position sucht, bis es hier perfekt, ja, quasi da drin liegt. Und das machen wir jetzt ganz einfach über eine While-Schleife. Und zwar sagen wir while, Klammer auf, sysx-Position plus sys-width, was heißt die Weite und die x-Position eines jeden Elementes soll kleiner sein als sys.max-width. Das heißt, wenn jetzt ein Element sich hier generiert mit 100 lang, das ist jetzt so groß, dann ist es kleiner als die Maximalweite. Wenn es sich aber hier generiert und über den Bildschirm rausgeht quasi, dann würde diese Funktion weiter triggern. Und was wir auch sagen, was heißt oder, sysx-Position ist kleiner 0. Das heißt, wenn unsere, wobei das brauchen wir eigentlich gar nicht, das können wir eigentlich rausschmeißen. Das heißt, wir generieren ja durch die Border niemals einen Wert, der kleiner 0 ist. Müssen wir gar nicht kontrollieren. Das heißt, wir können jetzt einfach sagen sys, beziehungsweise können einfach diesen Wert, den wir hier haben, nochmal hier unten einfügen. Und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, generieren wir einen Wert, generieren wir unsere Boxen immer so, dass die niemals bis zum Rand gehen. Und exakt das hier kopieren wir uns jetzt einmal, kopieren das hier unten rein und müssen jetzt hier natürlich überall x-Post durch y-Post ausgeben und nicht max-width, sondern max-height und hier nicht width, sondern die Höhe natürlich. Das Ganze speichern wir jetzt ab und haben jetzt unsere Elemente so generiert, dass sie immer einen wunderbaren neuen Rahmen generieren, jedes Mal, wenn man was macht. Allerdings wollen wir das ja nicht jedes Mal generieren, wenn wir die Seite neu laden oder so etwas, sondern es soll sich ja animieren. Das heißt, es soll einfach sich dynamisch entwickeln. Und hierzu gehen wir jetzt in unsere Animate-Funktion und sagen, okay, wir wollen jetzt, wenn, also nicht bei jedem Frame, weil das könnten wir auch machen, also wir können jetzt hier sagen, sys oder diese beiden Funktionen hier oben, generiere uns für jeden Frame einen neuen Wert, dann sieht das aber so aus. Das ist nicht schön. Das wollen wir nicht. Was heißt, das sieht nicht dynamisch aus, das sieht einfach nur total komisch aus. Und deswegen sagen wir if sys.random. Das heißt, wenn unser Wert zwischen 0 und 500 kleiner 1 ist, was heißt, das ist gar nicht häufig der Fall, dann soll unsere Shape sich neu positionieren. Und in diesem Fall speichern wir das einfach mal ab. Und jetzt sehen wir hier nämlich schon einen ganz anderen Wert und ein ganz anderes Verhalten. Das heißt, wir haben so ganz leichte Veränderungen im Hintergrund, aber nicht viel. Ihr könnt das natürlich beliebig verändern, wenn wir hier zum Beispiel sagen 100, dann haben wir eine viel schnellere, dynamischere Anpassung. Da muss jeder selbst so ein bisschen seinen Weg finden. Umso kleiner die Zahl ist, umso häufiger wird die 1 oder wird die Zahl kleine 1 sein und umso häufiger wird sich die Position eines jeden Elementes verändern. Da müsst ihr jetzt natürlich komplett selbst gucken, was euch von der Geschwindigkeit am besten passt. Aber grundsätzlich ist das jetzt unser Effekt und das Ganze sieht natürlich in der
ja, wenn man das so groß zieht, besser aus. Was heißt, so ist der Effekt im Prinzip erstellt. Und ihr könnt hier meine Videokommentare schreiben, was ihr von dem Effekt haltet, ob ihr den irgendwo einsetzen würdet und vor allem, ob ihr Cyberpunk spielt oder nicht. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Kommentar oder einen Daumen hoch unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer findet ihr Instagram, Twitter, Discord und eine Videobeschreibung verlinkt. Sagt mir einfach mal Hallo. Und wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch jede Menge Amazon Affiliate oder andere Partnerseiten. Ansonsten, ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr Cyberpunk spielt und ob ihr euch das Spiel gefällt und ob ihr den Effekt irgendwo nutzen könntet oder ob es einfach nur eine lustige Idee war. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.